Speichern mal. Boah, das ist echt mies. Da war das geheiligte Buch drin. Das haben wir schon geklaut das letzte Mal. Wir waren ja schon mal hier drin. Speichern. So. Wo sind die anderen Forschungsberichte? Haben die auch dabei dann? Sieht fast so aus, als hätte der Archivar hier auch den Forschungsbericht dabei, oder? Halt! Es ist dir nicht gestattet, dich hier aufzuhalten. Entferne dich. Toll. Zum Glück werde ich nicht gleich abgeschlachtet, aber... das ist ja fies. Es ist dir nicht gestattet, dich hier aufzuhalten. Hinaus mit dir! Alter, gib mir nicht auf den Sack. Das ist halt total geil, wie random das ist, wie random diese NPCs hier drin spawnen. Das ist echt geil. Ein Foto. Aha. Nehmen wir mal mit. Okay, hier könnte der andere Forschungsbericht sein. Betonung liegt auf könnte, ist aber nicht. Ist da wer drin hier? Nee. Bericht eines Oberarztes. Ich klaue jetzt einfach mal alles weg hier. So. Ich glaube, die Mission ist einfacher, wenn man Akolyt ist. So, speichern. Wo sind wir denn hier jetzt? Wenn du was klaust, bist du tot. Ach so, das ist ja geil. Jetzt check ich das. Das ist auch geil. Weißt du, die Wache ist da, du darfst hier nicht rein, aber die halten dich halt nicht auf. Das ist ein bisschen arg dämlich. Hier muss der andere Forschungsbericht jetzt sein. Was treibst du dich hier herum? Geh dich nichts an. Steck ja nichts ein. Alter! Na toll, die haben mich jetzt auf dem Radar. Speichern wir mal. Ich wüsste nicht, was du hier zu suchen hast. Dreckiger Dieb. Mist. Haben sie es um die Ecke gesehen, dass ich sie beklaut habe? Finde ich sehr gut. Ist mein Highlight. So, wo sind die denn jetzt? Okay. Die ist da. Jetzt probieren wir es mal. So, speichern wir nochmal. Hat sie, glaube ich, nicht gemerkt. Mit Dieben mache ich kurzen Prozess. Verdammt, da hat sie mich gesehen. Nein! Mist. Ich merke es sofort, wenn hier was fehlt, klar? Och, ist das ätzend. Ich hasse das. Also diese Mission ist echt ätzend. Mal gucken, vielleicht kann ich mich dran vorbeischleichen. Hör auf zu schleichen, ich kann dich sehen. Idiot. Ja, ist ja toll. Alter. Was lungerst du hier herum? Du hast hier nichts verloren. Raus, aber ein bisschen plötzlich. Es
Es ist dir nicht gestattet, Alter, jetzt gibt's dich aufzuhalten. Boah, gib mir das auf den Keks gerade, ohne Mist. Das gibt mir wirklich auf den Keks. Steck ja nichts ein. Würde ich doch nie tun. So, speichern. 3 Forschungsberichte haben wir schon. Jetzt fehlt bloß nur der 4. Oh, das ist echt ein bisschen ätzend. Ja, komm, verzieh dich. So ist total geil, du darfst hier eigentlich nicht sein, aber die kommen auch nicht auf die Idee herzukommen. Also es ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist so pseudo-gut gelöst, die Mission hier irgendwie. Da hinten ist der andere Forschungsbericht, der muss hier in dem Regal sein. Wo ist der Forschungsbericht? Auf der anderen Seite wahrscheinlich. Natürlich, wo sie steht, ist klar. Beziehungsweise sie hat ihn wahrscheinlich sogar dabei. So, Abhandlung über Elix, nehmen wir auch mal mit. Ich will. Hör auf zu schleichen, ich kann dich sehen, Idiot. Ich speichere mal. Eigentlich hast du hier nichts zu suchen. Ach, das ist aber schön, dass er das. Natürlich dir den Forschungsbericht dabei. Was willst du hier? Toll, sie hat den Forschungsbericht, den letzten. Er ist ja formidabel. Ach komm! Geh weg, schleich dich. Kusch, dreh dich um. Hör auf zu schleichen. Oh, ist das ätzend, sie hat den Forschungsbericht. Komme ich an sie jetzt ran? Wie soll ich an den Forschungsbericht von ihr rankommen? Hör auf, was lungerst du hier herum? Du hast hier nichts verloren. Raub. Ich merke es sofort, wenn hier was fehlt, klar? Naja, ist logisch. Ah, jetzt sind sie zu zweit auch noch schön. Was lungerst du hier herum? Alter, gib mir das auf den Sack. Ohne Mist, das ist so ätzend. Ich hau die gleich um. Ich verprügel die einfach gleich. Ich merke es sofort, wenn hier was fehlt, klar? Ich verprügel die einfach gleich, ohne Mist. Das gibt mir so auf den Keks gerade. Vor allem, die guckt auch immer in die Richtung. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie ich da an die rankommen soll. Was lungerst du hier herum? Oh, Alter! Ich muss das irgendwie anders machen. Ich merke es sofort, wenn hier was fehlt. Es ist dir nicht Okay, Alter, die Mission geht mir echt auf den Keks gerade. Das ist echt ätzend. Wie soll ich da... Ich merke es sofort, wenn hier was fehlt, klar? Ja, ist mir schon logisch. Ah ja, da kann ich nicht weiterlaufen, warum auch immer. So, machen wir das mal so. Speichern. So, nachdem die immer mit dem Rücken zur Wand geht, schauen wir, ob wir es vielleicht schaffen, dass die irgendwann so dasteht, dass wir sie beklauen können von hinten. Hör auf zu schleichen, ich kann dich sehen, Idiot.
Zu einfach. Ich habe den Forschungsbericht. So, speichern. So, dann haben wir das auch gemacht. Boah, war das jetzt ätzend. Das war mega ätzend, das Zeug da zu klauen. Ist hier noch irgendwas? Hier gibt es nichts umsonst. Echt? Ist aber schade. So. Und tschüss. So. Wo sind jetzt im Auftrag der Krallen? Toter Briefkasten. Wo ist der hier? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Dann gehen wir mal zum toten Briefkasten und dann kriegen wir unsere Belohnung. Finde ich gut. Also haben wir die Kleriker jetzt ganz gut beklaut. Und haben einiges mitgenommen. Das ist hervorragend. Mag ich sehr. Was ist der grüne Punkt da? Riley. Ah, Händler. Warte mal, ist so der Tag jetzt rum. Hast du meine Belohnung für mich? Ah, da ist ja der Wohltäter. Mhm. Ich habe mal ein paar alte Freunde aufgesucht. Sie haben mir aufgetragen, dir auszurichten, dass wenn du dich spendabel zeigst, sie dir etwas überreichen, das dich nicht enttäuschen wird. Ich verspreche dir, die Anzahlung ist bei mir in guten Händen. Also? Du erwartest, dass ich dir und deinen Leuten trauen soll. Na gut, hier 100 Splitter. Na gut. Na gut. Yeah. Du bist ein kluger Kerl. Komm morgen wieder. Kaum einer lässt noch etwas springen. Ich kann ja wieder nett sein, nachdem ich nicht mehr mit der Dingens unterwegs bin. Jetzt warte mal, da ist der Eingang mit der Brücke. Das heißt, ich muss hier lang. Ja. Ich check die Karte manchmal nicht. Guck mal, hier ist Norden, ja? Ach so, ja, Norden, von mir aus gesehen. Nee, macht Sinn. Ich war bloß dämlich jetzt gerade. So, hier mein toten Briefkasten. Erledigt. Das war's. Ich habe keine weiteren Missionen mehr. Ich sollte zurück in die Kanalisation und mir neue holen. So. Erneuter Abstieg in die Kanalisation. Ja, machen wir mal. Da hinten war das, glaube ich, ne? So. Bah, hab schon wieder einen Geschmack im Mund, als hätte ich in einen Aschenbecher gebissen. Ja, dann solltest du weniger rauchen. Das würde echt helfen. So, solche Kerle kann ich nicht leiden. War das jemand anders? Nee. Okay, nö. Okay, Kanalisation. L-Kanalisation. Die war hier, ne? Ja, war hier. So. Hervorragend. So, dann holen wir uns mal die Missionen ab. Beziehungsweise machen mal neue Aufträge. Für die Krallen. Jo. Okay. Auftragstruhe. Was haben wir hier? Diebesmission, eine kompromittierende Aufnahme. Elex für die Krallen. Mad Bobs Waffenversteck. Okay. Finde ich gut. Oh, es lohnt sich. Das Klauen lohnt sich wirklich ganz gut. Nimm dir einen Job aus der Kiste und bring die Zielobjekte zu einem toten Briefkasten. Wir reden später. Okay. So, haben wir das gemacht. So, die Krallen haben erfahren, dass einer der Outlaws hin und wieder auf der falschen Matratze turnt. Es soll sogar eine kompromittierende Aufnahme darüber geben, die am Ort des Geschehens zu finden sein muss. Jemand sollte diese Aufnahme beschaffen und in einen der toten Briefkästen für unsere Leute deponieren. Mad Bob, der Müllbaron, ist im Besitz eines speziellen Schlüssels. Die Krallen haben ein großes Interesse an diesem Schlüssel, da er eine entlegene Waffenkammer zugänglich macht, die anderweitig verschlossen bleiben würde. Sobald jemand ihm den Schlüssel rauben konnte, muss dieser in einem der toten Briefkasten deponiert werden.
machen wir erstmal das mit der Aufnahme. So, dann switchen wir mit der Maus, weil das geht ein bisschen besser. Ja. So, gehen wir mal dahin. Und dann hier holen. Kann man nur wohnen, wenn man etwas kompensieren will. Aha. Und was sollte man hier kompensieren wollen? Das musst du mir mal erklären, Kaya. Ich muss hier auf jeden Fall nichts kompensieren. Erstens wohne ich hier nicht und zweitens, ja, habe ich mein Schwert für sowas. Was? Bitte wie? Bitte wo? Bitte was? Wieso? Weshalb? Warum? So, speichern. Was für eine Müllhalde. Die Leute scheint es nicht zu stören. Mich stört es aber. Alles hier ist entwürdigend. Im Schleichen stellst du dich nicht gerade geschickt an. Danke. Nein, gerade nicht. Okay. Denkst du, ich merke nicht, was du da tust? Denkst du, ich merke nicht, was du da tust? Wo ist denn die Aufnahme? Wo ist die Aufnahme? Die muss doch hier jetzt irgendwo sein. Geht's noch? Ach hier, verstecktes Aufnahmegerät. Da ist das. Okay, das liegt da hinten rum. Geil. Da fällt mir nichts zu ein. Na komm schon, runter mit den Hosen. Wir haben nicht so viel Zeit, du weißt ja, meine Frau. Darum halt die Klappe und mach endlich. Okay, warum auch nicht? Aha. Nein, ich will mich nicht auf diesen Stuhl setzen. Vor allem, warum liegt die Zange da? Warum... Aber das Schöne ist, der Verbandskasten nebendran auch liegt. Ich teleportiere mich mal schnell weg. So, ich bin feige. So, die Aufnahme haben wir. Kann man die anhören zufällig? Lauras Stettens Beschwerdezettel. So, was haben wir hier? Könnt ihr bitte endlich meinen Stick über Nacht in der Maschine lassen? Ich arbeite gerade an einer riesen Story über Infinite Skies. Ich weiß, es ist viel zu tun, aber ich meine es ernst. Der Nächste, der den Kopiervorgang meiner Daten unterbricht, bekommt es mit mir zu tun. Mit freundlichen Grüßen, Laurie. Oder Laurie? Laurie wahrscheinlich, keine Ahnung. So, Diebesmission, mal gucken. Abhandlung über Elex. Wissenschaftliche Untersuchung zu den Auswirkungen von Elex. Meine Nachforschungen über das Klima in der alten Welt haben mich zu einer interessanten These gebracht. Elex hat Einfluss auf die Außentemperatur und damit auf das Klima. Xarkor war vor dem Einschlag des Meteoriten ähnlich mild wie Abessa, aber in den letzten Jahrzehnten ist seine Temperatur deutlich gesunken. Die Eislandschaft, die wir heute kennen, ist also noch sehr jung. Die Antwort liegt im Elex. Seit die Alps es in Massen ansammeln, hat sich die Abkühlung deutlich beschleunigt. Große Menge Elex kühlen die Welt deutlich ab. Das zeigt umso mehr die Gefahr, die von Elex ausgeht. Wir müssen uns davon reinigen. Okay, Botaniker. Probe I-56 ist eingegangen. Bis jetzt hat noch keine länger ohne Licht überlebt. Probe R-23 wächst mäßig. Das künstliche Licht hilft. Passe das Spektrum noch minimal an und setze damit Probe R-24 an. Es geht zu langsam. Wir werden verhungern, bevor wir eine Lösung gefunden haben. Wäre doch nur Mr. Gidden noch hier. Er hätte bereits eine Lösung ausgearbeitet, wie Pflanzen in einer Kapsel im All gepflegt werden können. Das Problem habe ich zu übertragen versucht, aber seine Aufzeichnungen sind so schlampig geführt. Das Wasser ist kontaminiert. Mir ist es heute Morgen bei meinem Rundgang an den Proben B467, 468 und 469 aufgefallen. Zuerst wollte ich das Wasser entfernen und das Leck melden, aber als ich die Proben gerade entsorgen wollte, fiel mir eine Veränderung an den Pflanzen auf. Sie sind nicht eingegangen, wie es bei verseuchtem Wasser
etwas, wie ich es bei verseuchtem Wasser erwartet hätte, habe alles belassen, wie es war und werde beobachten, was passiert. Tag 62 nach dem Einschlag. Mutationen, sie schreiten sehr schnell voran. Ich habe das Leck und meine Beobachtungen weitergegeben. Das Wasser muss untersucht werden. Ich konnte nicht feststellen, was für eine Substanz diese Neuerung hervorgerufen hat. Hoffentlich finden die Leute im Labor mehr heraus. Laborleiter. Also, Tag 63 nach dem Einschlag. Kontaminiertes Wasser aus mehreren Bereichen. Alles enthält dieselbe merkwürdige Substanz. Sie muss mit dem Meteoriten gekommen sein, denn ihre Struktur ähnelt nichts, was wir kennen. 3/4 des Personals zur Untersuchung der Substanz von anderen Aufgaben abgezogen. Tag 64 nach dem Einschlag. Erste Fälle von Menschen, die mit dem kontaminierten Wasser in Berührung kamen. Meine Leute haben die molekulare Struktur der Substanz noch nicht entschlüsseln können. Wir konnten feststellen, dass sich die Substanz unter extremem Druck und sehr starker Hitze aus dem Wasser zu lösen beginnt. Alles werden wir so allerdings nicht herausgefiltert bekommen, aber es reicht zumindest, um ein paar Proben für weitere Experimente zu bekommen. Tag 67 nach dem Einschlag. Simmons hat eine unglaubliche Entdeckung gemacht. Energie. Die Substanz speichert Unmengen an Energie, besser als jede herkömmliche Batterie. Habe umfangreiche Experimente angeordnet. Tag 70 nach dem Einschlag. Und die Politiker haben es schon geschafft, den Leuten das Zeug zu verkaufen. Elex. Sie haben die negativen Effekte auf Menschen zum Teil vertuscht. Mein gesamtes Team arbeitet jetzt daran, unsere Technik anzupassen. Wenn wir Glück haben, werden wir einen riesigen Sprung nach vorne machen. Vielleicht hat der Einschlag sogar etwas Gutes. Wir werden technisch sogar noch fortschrittlicher werden. Tag 64 nach dem Einschlag. Kontamination des Wassers hat erste Krankheitsfälle verursacht. Habe ein Ärzteteam darauf angesetzt. Tag 65 nach dem Einschlag. Mutationen. Weiße Haut, emotionale Kälte, Schmerzen. Isolation aller Fälle. Genaue Beobachtung des Verhaltens. Tag 66 nach dem Einschlag. Erster Todesfall. Suizid. Habe höchste Sicherheit für die anderen Fälle angeordnet. Tag 67 nach dem Einschlag. Unterschiedliche geistige Entwicklung der einzelnen Betroffenen. Die meisten degenerieren langsam, nur ein Subjekt bleibt bei klarem Verstand. Tag 69 nach dem Einschlag. Aggression unkontrolliert stark. Mehrere Verletzte. Mussten bis auf ein Subjekt alle einschläfern. Nur Subjekt A5 zeigt andere Entwicklung. Mehrere Vermutungen warum, aber keine gesicherten Erkenntnisse. Obduktion der anderen Subjekte angeordnet. Tag 70 nach dem Einschlag. Elex als hochgiftige Substanz eingestuft. Subjekt A5 hat in Experimente eingewilligt. Rationales Denken nicht beeinträchtigt. Gefühlszentrum des Gehirns vollkommen verändert. Höchste Sicherheitsstufe im Umgang mit Elex angeordnet. Obduktionen ergaben umfassende körperliche Mutationen. Tag 62 nach dem Einschlag. Mehrere Meldungen zu kontaminiertem Wasser. Überprüfung der Wasserleitung in den Abschnitten D3 und F2. Kein Leck gefunden. Trotzdem gibt es in allen Bereichen, die darüber mit Wasser versorgt werden, Meldungen. Gehe mit einem Team das gesamte Leitungssystem entlang. Irgendwoher muss die Kontamination kommen. Kein Ergebnis. Arbeiten morgen weiter. Tag 63 nach dem Einschlag. Kontamination schreitet voran. Abschnitte D4 und 5 sowie A1 sind ebenfalls betroffen. Schicke Teams los, um alle Leitungen zu prüfen. Gehe selber zur Hauptleitung. Wir müssen den Grund der Kontamination schnell finden. Tag 64 nach dem Einschlag. Fast das gesamte Wassersystem ist betroffen. Die Laborjungs haben Proben aus dem Boden entnommen. Es ist überall. Keiner weiß, was das Zeug ist. Habe Leute daran gesetzt, eine Methode zum Filtern der Substanz zu finden. Evakuierung der Wohneinheiten zu nicht betroffenen Bereichen. Tag 65 nach dem Einschlag. Filter funktionieren. Bauen das gesamte Wassersystem um. Das ist ganz gut, dass wir das alles geklaut haben. Dann kriegt man so ein bisschen raus, was nach dem Einschlag passiert ist. Geschichtsbuch der Kleriker über den Krieg mit den Berserkern. Da unsere Brüder und Schwestern immer wieder durch Gerüchte verunsichert werden, stelle ich hier ein für alle Mal klar, wie Erik Eisenfaust unsere Roboter besiegen konnte. Es war zu einer Zeit, als die Berserker begannen, furchtloser zu werden. Sie pflanzten ihre sogenannten Weltenherzen nicht nur in Idan, sondern bedrohten den ohnehin schon fragilen Frieden durch ihre Invasionen. Um diese Waldmenschen in ihre Schranken zu weisen, schickten wir 2 Dutzend Kampfroboter. Sie trafen am Weltenherz auf eine Verteidigungsstellung. Unter den feindlichen Kämpfern befand sich auch Eisenfaust.
Doch er besiegte die Roboter nicht, wie die Berserker es behaupten, mit den Kräften ihrer Mana. Er hatte sich stattdessen zuvor bei einigen verräterischen Brüdern und Schwestern eingeschmeichelt. Zusammen sabotierten sie die Roboter, sodass ihre Energieversorgung versagte und Eisenfaust sich als Held feiern konnte. Jeder einzelne dieser Verräter wurde ausfindig gemacht. Unsere Suggestoren bekamen die Wahrheit aus ihnen heraus und nach ihrem Geständnis wurden sie von ihrem falschen Weg gereinigt. So haben die Berserker den Krieg gewonnen. Er hat einfach die Gerätschaften manipuliert. Finde ich gut. Orans Schuldenbuch, wo er wohl die ganzen Sachen hat, die hier beschrieben stehen. Cinder, zweimal nicht bezahlt, haben wir aus ihrem Lager als Gegenleistung einige Nahrungsmittel geben lassen. Drock bezahlt immer, aber wartet mir damit zu lange. Habe mir, während er betrunken war, seine Waffe als Pfand genommen. Angrim, bezahlt nie. Einen Warlord zu bestehlen ist gefährlich. Habe stattdessen Joras Splitterbeutel genommen, als er auf einem meiner Tische eingepennt ist. Alva ist dauernd total breit und macht Ärger. Habe ihm ein paar seiner Splitter abgenommen, als er total dicht im Schlamm lag. Habe ihm seine Waffe abgenommen, als er wieder mal total dicht im Schlamm lag. Habe ihm die restlichen Splitter abgenommen, als er total dicht auf dem Tisch lag. Er scheint nicht mehr zu kommen. Schade, er war ein guter Kunde. Ja, okay. Der beklaut dann einfach alle, finde ich gut. Diebesmission, Bauplan eines Kampfkolosses. Belohnung 600 Splitter, ach so. Riesingen, laut unseren Informationen gibt es einen Kleriker namens Gauthard, der unermüdlich an den Robotern schraubt. Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen sollten reichen. Schnell rein und wieder raus. Das ist ja cool. 900 Splitter, Risiken, dann Hengstladen nicht nur gefressen, sondern auch in der Horizontalen gearbeitet wird, herrscht oftmals reger Betrieb. Dennoch sollte es nicht allzu schwer sein, an das Ding zu kommen. 900 Splitter, finde ich geil. Der Dieb ist einer von Baxters Leuten. Wenn er noch am Leben ist, wird es gefährlich. Die Truhe hingegen sollte nicht allzu schwer zu finden sein. Mit dem richtigen Code offenbart sie jedem ihre Geheimnisse. Elix ist universell einsetzbar. Jemand muss den Dieb finden, der die Notizen des Dukes gestohlen hat. Danach muss er selbstverständlich auch ins Fort der Outlaws aufbrechen und die Truhe, zu der der Code passt, aufspüren. Und uns interessiert nur das Elix. Wer es also schafft, kann den Rest für sich behalten. Was? Elix ist universell einsetzbar und darum von großem Interesse für uns. Leider türmt das Zeug gehörige Leichenberge auf. Wenn wir also versuchen, es mit Gewalt an uns zu reißen, ziehen wir den Kürzeren. Zum Glück wissen wir, wo wir relativ einfach an welches kommen können, ohne uns großartig aufzureiben. Unser Ziel ist Logan, der Duke von Tavar, beziehungsweise seine persönliche Truhe. Wir wissen, dass einer von Baxters Leuten eine Aufzeichnung mit dem Code gestohlen hat. Seine letzte Spur verläuft sprichwörtlich im Sand. Mit etwas Glück schmoren seine Knochen schon in der Sonne. Ach, drum ist die Mission weg, weil wir es schon gemacht haben. Wir haben die Truhe vom Duke ja schon geplündert. Forschungsbericht der Kleriker. Risiken. Das Archiv ist für Außenstehende nicht zugänglich. Wer nicht zur Fraktion der Kleriker gehört, erhält keinen Einlass. Es muss aber andere Wege hineingeben. Außerdem sind die Archivare angewiesen, Unbefugte sofort hinauszuwerfen zu lassen. Des Weiteren liegen nicht alle Forschungsunterlagen im Archiv aus. Einige sind sicher auch in den Taschen eines Archivars oder einer Archivarin zu finden. Ja. Mad Bobs Waffen. So, wie ihr alle wisst, ziehen wir den Schatten purer Waffengewalt vor. Allerdings sind Waffen auch nichts anderes als ein Zahlungsmittel oder ein Garant für Sicherheit. Da unsere Ausrüstung fernab von dem ist, was die großen Fraktionen ihr eigen nennen, sollten wir ein paar Anstrengungen unternehmen, wenigstens im Kleinen aufzurüsten. Glücklicherweise wissen wir, dass der Duke, bevor er das Fort Tavar besetzt hat, in den Bergen einen alten Bunker sein eigen nannte, in dem sicher noch einige Waffen lagern. Den Schlüssel dafür hat laut unserem Informanten der Müllbaron auch Mad Bob genannt. Jemand muss ins Fort der Outlaws aufbrechen und Mad Bob den Bunkerschlüssel stehlen. Es ist davon auszugehen, dass er ihn am Mann trägt. Wenn nicht, ist es sicher stets in seiner Nähe. Belohnung 900. Risiken. Der Müllbaron ist unberechenbar. Man hat besser Nerven aus Stahl und geschickte Finger, bevor man ihn bestiehlt. Andernfalls hört man schnell das Gras wachsen. Dann beklauen wir mal Mad Bob dann gleich. So, haben wir jetzt sonst noch irgendwas hier? Foto 19. Sehr gut. Wieder ein paar Elex-Entwickler.
Hervorragend. So, dann haben wir da. Haben wir das. Haben wir noch irgendwo noch Audioaufzeichnungen? Warte mal, die sind, glaube ich, hier, ne? Hier, Audioaufzeichnungen, genau. Hier, verstecktes Aufnahmegerät. Der Inhalt könnte jemanden in Schwierigkeiten bringen. Na komm schon, runter mit den Hosen. Wir haben nicht so viel Zeit, du weißt ja, meine Frau. Darum halt die Klappe und mach endlich. Okay, zurückgelassene Nachricht. Unglaublich. Wir wollten tanken, haben aber nicht lange gehalten. Die Leute sind völlig verrückt geworden, haben die Tankstelle quasi überrannt und dann angezündet. Versuchen jetzt im Osten am großen Stausee vorbei zur Küste runterzukommen. Hoffentlich hält der Tank. Ja, schauen wir mal. Mein Name ist Laurie Stetton und ich melde mich hier direkt vor Ort von der Felsenküste am Fuß der Infinite Skies Raffinerie. Das Werk wurde vor einer Stunde von der Umweltbehörde komplett geschlossen. Ermittlungen wurden gegen den Vorstand gestartet. Der Infinite Skies wird massive Umweltverschmutzung vorgeworfen. Wir melden uns wieder, sobald mehr Informationen bekannt sind. Okay. So, haben wir das auch mal alles gehört. Jetzt brauche ich mal ganz kurz hier Arbesser Mad Bob bestehlen. Wo ist denn der gute Mad Bob? Wo ist er denn? Da hinten. So, ich speichere mal eben. Nachdem wir jetzt auch die ganzen Sachen alles gelesen haben, gibt es auch ein paar Erfahrungspunkte oben drauf. Und dann klauen wir mal den Schlüssel von Mad Bob. Ich hoffe mal, dass unsere Taschendiebstahlfähigkeiten gut genug sind dafür. Das wäre formidabel, ansonsten habe ich ein Problem. Und ich müsste mal in die Schnapsdingens zurück, weil uns fehlt eine Schnapsflasche. Aber ich weiß nicht, wo die sein soll. Es gibt eine Schnapsflasche, gab es ja. Die konnten wir aber nicht klauen. Die konnten wir nicht klauen, weil... oder mitnehmen, besser gesagt, weil... Dieser Geruch hier ist abstoßend. Wie kann man nur im Dreck leben? Frag doch jemanden. Ich würde lieber bald aufbrechen, bevor das Ungeziefer in unserer Kleidung nistet. Ja. Okay, er hat den Schlüssel echt dabei.